Wir schenkten den alten Prophezeiungen niemals Beachtung. Wie Narren hielten wir an unserem Hass fest. Und wir kämpften Generation um Generation. Bis eines Tages Feuer vom Himmel fiel und der neue Feind über uns kam. Jetzt stehen wir am Rande der Vernichtung, denn die Herrschaft des Chaos hat begonnen. Die Zeit ist abgelaufen, Sohn von Durotan. Kriegsgeschrei schallt empor im Wind. Das Erbe von einst entstellt unser Land. Und wieder droht in Gefahr durch Krieg. Helden aber trotzen dem Schicksal und ziehen in den Kampf. Armeen der Sterblichen laufen blind in den Tod. Der brennende Schatten kommt, uns zu verzehren. Sammelt die Horde und führt euer Volk dem Schicksal entgegen. Ziehet zu mir. Was war denn das für ein Albtraum?
Das war kein Albtraum, junger Kriegshäuptling, sondern eine Vision. Folgt mir, damit ich euch zeigen kann, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber ich werde mitspielen. Ja, meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu unserem nächsten Let's Play von Warcraft 3. Wir spielen hier die Prolog-Kampagne aus. Exzellent. Ihr scheint es ja kaum erwarten zu können. Als erstes müsst ihr aber lernen, wie ihr Sral Befehle geben könnt. Mhm. Versucht nun, Sral auf dem Weg zur nächsten Flagge gehen zu lassen. Dazu klickt ihr erst in der unteren rechten Bildschirmecke auf den Bewegen-Button und dann auf die Flagge. Und dann hier. Ja, bevor es allerdings losgeht, zwei oder drei Sachen kurz vorneweg, allein um die Geschichte willen, damit ihr ungefähr wisst, worum es denn geht. Also, wir spielen Warcraft 3. Ihr seht hier schon, wir haben einen dieser grünen Brüder, die sich hier in diesem Universum Orks nennt. Die Orks kommen ursprünglich von Draenor, einem anderen Planeten, also diese Welt ist gar nicht die Heimat der Orks. Ich erzähle noch nicht zu viel, aber ich versuche mich mal kurz zu fassen. Aufgrund von Dämonenverseuchung haben die Orks es geschafft, ihre eigene Welt zu zerstören, beziehungsweise durch die Dämonenverseuchung wurde die Welt zerstört. Sie haben nach einer neuen Heimat gesucht und der Wächter, Mediv, der in dieser Welt hier sowas wie der Wächter der kompletten Magie war, ja, sagen wir es mal so, er war auch mit Dämonen im Bunde, gewollt oder ungewollt, wird sich noch aufklären hier im Laufe des Let's Plays, beziehungsweise ich werde es bestimmt mal ansprechen. Auf jeden Fall hat er die Orks hierher geführt, in allererster Manier in Kriegsbund. Das heißt, die Orks sind hier rummarodierend auf dieser Welt umhergezogen, hätten die Menschen fast ausgerottet. Allerdings gab es unterhalb der Ork-Clans einige Streitigkeiten, weswegen ja, die Menschen es doch geschafft haben, die Orks zurückzuschlagen, haben die Orks sogar besiegen können, da die dämonische Verseuchung der Orks durch Dämonenblut stattfindet. Das ist ungefähr so wie eine Droge, Ecstasy, Speed, was auch immer. Auf jeden Fall ja, haben die Orks nicht mehr genug von dieser besudelten Magie bekommen. Sie sind ein bisschen lethargisch geworden, konnten nicht mehr gescheit kämpfen, wurden auf jeden Fall zurückgeschlagen von den Menschen. In Internierungslager gesperrt. Ja, und Sral, er hier, war ein Waisenkind, das von Menschen großgezogen wurde, aber nicht so nett großgezogen, sondern er wurde zum Gladiator erzogen, was bedeutet, er kann kämpfen, er spricht die Sprache der Orks sowie der Menschen. Eine der wenigen Orks zu der Zeit von Warcraft 3, die Menschensprache beherrscht. Aber was viel wichtiger ist, sein Vater war Durotan und seine Mutter war Draka. Häuptlinge der Frostwölfe, einem der Ork-Clans, die eben von Draenor hierher kamen. Ja, das berechtigt ihn dazu, ein Clanführer zu sein, da er der Sohn von denen ist, auch wenn er sie nie hat kennengelernt. Auf jeden Fall hat Sral es geschafft, die Orks aus den Internierungslagern zu befreien, sie unter einem Banner zu vereinen, also 90% der Ork-Clans unter einem Banner zu befreien. Und deswegen ist Sral hier unser junger Kriegshäuptling. Also weiter. Ja, und ich würde sagen, der Rest findet während des Let's Plays statt. Und ja, so viel zu den Orks. Die Geister sind ruhelos. Ja, die Geister kommen ursprünglich auch von Draenor. Meisterhaft vollbracht. Wow. Allerdings ist das Lager der Orks noch recht weit entfernt. Scrollt den Bildschirm nach Norden, damit ihr zur nächsten Flagge gelangt, indem ihr den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand schiebt. Was du nicht sagst. Dabu. Also exzellent geplant war das definitiv. Boah, wie ich hier klicken kann. Ja. Sehr gut. Der Weg zur nächsten Flagge führt durch ein schwarzes Gebiet. Oh mein Gott. Dieses schwarze Gebiet bedeutet Gelände, das noch nicht erforscht wurde. Was du nicht sagst. Dabu. Das ist aber sehr dunkel und sehr schwarz. Achtet einmal darauf, wie das schwarze Gebiet schrumpft, wenn Sral es durchquert. So seht ihr, welche Gebiete ihr erforscht habt. Sral, der Wegfinder. Ja. Wählt Sral an und befehlt ihm, zur Flagge in der Mitte des Lagers zu gehen. Dabu. Ah, dieses Lager. Und hier seht ihr auch schon Horde der Orks. Loktar, meine Krieger. Wir erwarten eure Befehle, Kriegshäuptling. Weiter. Nun sind eure Truppen angewählt und ihr könnt ihnen befehlen, zur nächsten Flagge zu gehen. Aber bevor wir das tun, zeige ich euch mal was Lustiges, denn jeder Charakter von Warcraft, den könnt ihr öfters anklicken, die sagen dann verschiedene Sachen. Was ihr wolle. Ja.
Warum piekt ihr mich schon wieder? Weil Spaß macht. Warum führt ihr nicht eine Armee, statt mich anzugrapschen? Du bist hübsch. Piks, piks, piks. Könnt ihr denn nichts anderes? Doch, ich kann auch streicheln. Gut. Das war irgendwie nett. Was du nicht sagst. Ich lang Horn haben, ich euch lang wehtun. Das sage ich auch immer. Ich mich doch nicht hören an wie Yoda, oder? Doch. Als Grüner hat man's nicht leicht. Ui. Was ihr wollt. Okay, da geht's wieder von vorn los. Aber was das zum Beispiel kannst du mit jeder Einheit machen, auch mit Helden. Aber ich zeige dir schon noch was anderes Lustiges, das ich irgendwann mal herausgefunden habe, als ich herausfinden wollte, ob Schweine denn auch irgendwas sagen, außer Grunz, Grunz, Grunz. Sie sagen nichts, sondern das passiert. Eine riesengroße Explosion. Aber egal, machen wir weiter. Genau, Thrall. Thrall sagt natürlich, wir sollen weitermachen. Ich spüre einen Gnoll voraus. Oh je, je. Wenn ihr Thralls Streitmacht befehlen möchtet, diese üble Kreatur anzugreifen, so wählt ihr all eure Truppen an und klickt erst auf den Angreifen-Button und dann auf den Gnoll. Du kannst auch einfach Rechtsklick drücken. Okay, Das war nur ein Speer. Doch das Lager der Gnolle ist nicht weit. So, ich denke mal. Schickt eure Truppen mit einem aggressiven Angriffsbefehl in das feindliche Lager. Dazu wählt ihr alle eure Truppen an, klickt auf den Angreifen-Button und linksklickt dann auf den Boden in der Mitte des Gnolllagers. Also, nur um's mal kurz anzusprechen. Er hat gerade gesagt, für Doomhammer. Ins Deutsch übersetzt für Schicksalshammer. Das ist übrigens den Hammer, den ihr hier trägt. Hat den Hintergrund sein bester Freund aus Kindheitstagen, Orgrim, Schicksalshammer, hat diesen Hammer geführt und hat es damit geschafft, die bösen Hexenmeister der Horde zu töten. Und als jener gefallen ist, hat Thrall eben den Schicksalshammer übernommen, also geerbt sozusagen. Und seitdem führt er ihn mit Freude. Ja, mit Freude kann man sagen. Und mit sehr viel Ehre natürlich. Niemand wird überleben. Sehr gut. Ihr werdet feststellen, dass Thrall durch die Erfahrung, die er im Kampf gesammelt hat, eine Stufe aufgestiegen ist. Nur Helden können Erfahrungen sammeln und damit im Lauf der Zeit unglaublich mächtig werden. Aha. Helden erhalten einen Heldenpunkt, sobald sie eine Stufe aufsteigen. Mit diesen Punkten können neue Fähigkeiten erworben oder zuvor erlernte verbessert werden. Thralls Heldenpunkt könnt ihr ausgeben, indem ihr in der rechten unteren Bildschirmecke auf den Button Heldenfähigkeiten klickt. Das hier? Kettenblitz. Ja. Entschuldigung, da war ich schneller. Niemand, ich habe mir überlegt, in der Zwischenzeit, während der nette Herr hier so uns voll labert, zerstöre ich doch einfach mal Gebäude. Für die Ehre. Ja. Für die Ehre. Bist du dir da sicher für die Ehre? Dabu. Kriegshäuptling, wir haben im nahen Fluss einen Trupp Murloc-Räuber entdeckt. Habt ihr nicht? Die Murlocs wären ein ideales Ziel für euren neuen Kettenblitzzauber. Damit Thrall seine neue Fähigkeit anwenden kann, klickt ihr erst auf den Kettenblitz-Button und linksklickt dann auf einen der Murlocs. Mal gucken, was passiert. Ui, die werden hier alle gegrillt. Ich denke mal, dass der Name Kettenblitzschlag nicht allzu irreführend war. Vermute ich zumindest einige einfach mal. Einige Ungeheuer lassen Schätze ein fallen, Mana-Trank. Wenn sie besiegt wurden. Schatztruhen enthalten mächtige Mana. Diese spezielle Schatztruhe enthielt einen nützlichen Mana-Trank. Beachtet bitte, dass der Trank nun eines von Thralls Inventarfächern in der unteren Bildschirmmitte einnimmt. Mana-Tränke können das Mana eines Helden auffüllen, jene magische Energie, die ihm ermöglicht, Zauber wie zum Beispiel Kettenblitz zu wirken. Ach ey, ich finde dieses Tutorial einfach so liebevoll gestaltet. Eure Zeit ist gekommen. Bist du dir da sicher? Dabu. Okay, die sind jetzt tot, also denke ich mal jetzt einfach hier hin. Das Wolfsgeheul bedeutet, dass die Nacht hereingebrochen ist. Seid wachsam, Krieger. Lasst eure Sinne nicht von der Nacht betören. Ist ja nicht so, als wenn es dunkel draußen wird. Nein, die Wölfe heulen. Und das ist natürlich das Einzige, was bei Nacht passiert. Sitzen zwei Typen in einem Büro und sagt der eine so, ey, weißt du, ob es draußen schon dunkel ist? Das sagt die Uhr. Sagt der andere, nee, draußen ist noch hell. Ich habe die Wölfe noch nicht gehört. Ui, Heiltrank. Dabu. Ja, aber gut, man muss natürlich ein bisschen fantasymäßig halten, auch wenn ich mich drüber lustig mache, aber... Dabu. Ja, ihr kennt mich ja. Ein Ogre. Oh je. Würde die Bestie nicht schlafen, hätten wir jetzt einen erbitterten Kampf vor uns. Hupsi. Nein, wir nehmen es einfach mal Erfahrungspunkte mit. Niemand wird überleben, wie Thrall schon sagt. Thrall besitzt zurzeit nur wenig Mana. Nutzt den Mana-Trank, um Thralls Mana aufzufrischen. Bam. Dankeschön.
Ja. Ach ja, und die Oge, dieses Wesen, was sie hier gerade gesehen hat, was ja doppelt so groß ist wie ein Ork und zwei Köpfe hat, die Viecher stammen ursprünglich auch von Draenor. Die hatten nämlich mal einen Kriegsbund mit der Horde, also mit den Orks hier, als die in also hier in Azeroth eingefallen sind. Und ja, seitdem aber der große Krieg rum ist, für die Ehre. Geben sie eigentlich so einen Fick auf die Abmachung von vorn, töten sich einfach gegenseitig. Seid auf der Hut, meine Brüder, diese Kreaturen schlafen nachts nicht. Was du nicht sagst. Sind die auch aus Stein gemacht, wäre ja auch seltsam, wenn die schlafen. Also für behaupte ich einfach mal. War das der Einzige? Echt jetzt? Dabu. Ich meine, was mache ich hier hinten überhaupt? Eure Zeit ist gekommen. Wir werden angegriffen. Für die Ehre. Ist da nicht... Ah, guck, da ist sogar noch einer. Ach, guck mal an. Ja, gut. Der eine tut halt so, als würde irgendwas machen. Exzellent. Sral hat einen Zauberring gefunden. Ringe sind sehr nützlich, denn sie bringen einen konstanten, passiven Nutzen, solange sie getragen werden. Konstant passiven Nutzen, das Wort, also diese Wortkombination gefällt mir irgendwie sehr gut. Jo, und der nächste ist tot. Dabu. Aha, Dabu. Für die Ehre. Für die Ehre, würde ich auch sagen. Ja. Dabu. Und Dabu bedeutet für ja. Für die Ehre. Dabu. Geht auch kein bisschen auf den Keks. Was sind hier oben? Trolle. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie einst zur Horde gehört haben. Jo, um zu den Waldtrollen etwas zu sagen, diese Brüder hier, die stammen ursprünglich von Azeroth, also in der Welt, in der wir uns gerade befinden, haben aber mit den Orks auch einen Kriegsbund eingegeben, denn diese Trolle hassen die Elfen, also die Hochelfen von Quel'Danas. Sind menschenähnlich, haben auch mit den Menschen verschiedene Pakte geschlossen. Die Trolle hassen sie auf jeden Fall, da die Elfen ihnen die Wälder wegnehmen. Und das mögen die Trolle nicht. Und deswegen, sind die ein bisschen angepisst. Aber wie man sagt, also alte Kriegsbündnisse sind hier in der Welt der Kriegskunst auch nichts wert. Denkt sich jeder so, ach komm, fuck off. Was gestern war, war gestern. Und zusätzlich, dass wir einfach diese Trolle töten. Also es reicht nicht, dass wir sie töten und ihre Leichen plündern, sondern wir prügeln auch noch ihre Häuser kaputt. Diese Schatztruhe enthielt ein Zauberbuch, das verwendet werden kann, um Sral einen dauerhaften Nutzen zu geben. Schön, schönes Ding. So. Niemand wird überleben. Ja, deswegen kloppen wir auch einfach alles kaputt, was hier so ist. Lognarasch! Zu der Sache. Warum zum Beispiel der Mr. Sral hier immer wieder sagt, die Geister sind ruhelos und so. Die Orks sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, sowas wie ein indianisches Volk gewesen auf Draenor. Also so ziemlich schamanistisch und mit den Geistern und alles im Einklang. Mal gucken. Dabu. Und er ist auch ein Schamane. Sral ist auch ein Schamane. Und ja, aber als die Dämonen kamen, für die Ehre, ist das halt ein bisschen untergegangen, das Freundliche von hier, ne? Dabu. Also Geisterhafte. Und seitdem sind sie eben Krieger. Oder ein kriegslustiges Volk, so muss man sagen. So waren die Orks nicht immer. Hallo? Ich bin der Prophet? Kriegshäuptling. Bitte? Danke. Seid gegrüßt, Sohn von Durotan. Ich wusste, ihr würdet den Weg finden. Euch habe ich in der Vision gesehen. Wer seid ihr? Woher kennt ihr mich? Junger Kriegshäuptling, ich weiß vieles über euch und euer Volk. Aber wer ich bin, das ist im Augenblick nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr euer Volk um euch schart und dieser Küste unverzüglich den Rücken kehrt. Fortgehen? Was soll das alles, Mensch? Mensch? Mein Menschsein liegt weit hinter mir. Ich bin jetzt etwas anderes. Ihr müsst wissen, ich habe die Zukunft geschaut. Und einen großen, brennenden Schatten gesehen, der kommt, um diese Welt zu verzehren. Ihr spürt es auch, oder nicht? Die Dämonen kehren zurück. Ja, und nur wenn ihr euer Volk über das Meer führt, in das ferne Land Kalimdor, werdet ihr gegen sie bestehen können. Aber wie können wir... Zur rechten Zeit werde ich eure Fragen alle beantworten, junger Kriegshäuptling. Nun aber ruft eure Krieger zusammen und verlasst dieses Land.
Wir sehen uns wieder. Das alles ist sehr rätselhaft. Doch die Geister raten mir, ihm zu vertrauen. Ja, dann würde ich sagen, mach das mal, junge Kriegshäuptling Thrall. Und ja, weiter mit der nächsten Aufgabe.